Ich glaube, ich würde da anfangen zu sagen, dass die Normalität radikal ist. Und was ist dann eigentlich nicht radikal? Die Faktenlage ist klar. Und die ist nicht erst seit jetzt klar. Die ist schon seit 40 Jahren klar, wo wir uns hinbewegen. Unsere Natur wird natürlich maßgeblich von und durch den Menschen zerstört. Ich sehe uns auch deshalb in der Verantwortung, als Erste zu handeln und die Notbremse zu ziehen. Ich würde mir wünschen, dass wir uns andere Aktionsformen suchen und da vielleicht das auch ein Stück ein wenig radikaler wieder zu denken. Ich würde mich, glaube ich, selber nicht wirklich als radikal bezeichnen, weil meiner Meinung nach ist das, was ich tue, eigentlich das, was eigentlich Normalität sein sollte.